Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Wochenendwetter für die Schweiz. Es gibt ein heisses Wochenende, vor allem am Sonntag. Und die, die das jetzt noch am Freitag sind, aufpassen, es gibt noch ein paar zum Teil südige Regengüsse und Gewitter. Alle Details wie immer dann und Warnungen natürlich auch auf meteozentrale.ch. Für den Samstag braucht es keine Warnungen mehr. Es fängt dann an mit ein paar Nebel-Hochnebelfeldern am Morgen früh, dort noch ein bisschen brodeln, den Alpen an, Voralpen an. Aber gesamthaft gibt es dann mit der Zeit, wenn alles das weg ist und das Gebrodel bleibt zwar den Bergen an, aber trotzdem ein sonniger Samstag. Man sieht es auch an den Sonnenstunden, die da aufgezeichnet sind. Es ist nicht ganz knutschblau an den meisten Orten, aber trotzdem niemand wird etwas dagegen sagen. Vor allem eben darum auch, weil es mal ein Tag wirklich ohne Regen, ohne Gewitter ist. Der Sonntag ist dann schon nicht mehr ganz sicher überall ohne Gewitter. Die meisten, fast alle, wahrscheinlich 95% der Schweizer bleiben trocken und vielleicht sogar 99 oder 100%. Aber nicht ausgeschlossen, dass es lange, dass es ganz vereinzelt in den Bergen am Sonntagabend Nacht dann vielleicht irgendwo ein einzelnes Gewitter gibt. Uhure heiß ist das Thema, kommt gleich auf der nächsten Grafik. Die Sonnenstunden bleiben einigermaßen stabil. Nebel, Hochnebel am Morgen früh, dann kein Thema mehr. Eben wie gesagt, ein bisschen Blumenkühlungsgebrodel am Nachmittag vom Sonntag. Und das sind Temperaturen, leck mir. Das hat man schon lange nicht mehr gesehen. 36 Grad vielleicht in der Basler Gegend, vielleicht sogar bis 37 Grad. Muss man dann nochmal schauen, wie weit es denn wirklich raufgeht. Gibt dann sicher nochmal ein Update. Höchsttemperaturen am Sonntag, wirklich verschärfter Hochsommer. Und auch die Tage drauf bleiben, sommerlich in der Schweiz, richtiges Bodywetter. Vielleicht ein bisschen Sport für die meisten mit der Ferien, aber trotzdem, wenn Sie es können, geniessen Sie es. Mehr Informationen, wie immer, auch auf dem Twitter-Account j_kachelmann. Merci fürs Zuschauen.